Au! Au! Jetzt lass das! Ich weiß, dass du dahinter steckst. Ich hab Blödsinn. Ist es Blödsinn? Wie hast du das geschafft, du Schwein? Ich habe überhaupt nichts gemacht. Kann ich doch nichts dafür, wenn der Neger gewalttätig ist. Man sagt Mensch mit afroamerikanischem Hintergrund! Maria! Aua! Sag aber, bist du deppert? Du willst die Scheidung? Du kriegst deine Scheißscheidung! Schön sprechen! Mama, bitte geh raus, das geht dich nichts an. Ja, du wirst mich noch auf Knien anflehen, dass ich dich wieder zurücknehme. Das schwöre ich dir an. Ach, mein Gott. So ein Miststück. Na, warte. Das werden wir ja sehen. So. Georg. Sag mal, reicht's dir nicht, mich an die Wand zu fahren, mich zu panieren und halb zu erschlagen? Jetzt willst du mich erstechen auch noch? Das ist ein Kuchenmesser, du Trottel. Wie redest du mit mir? Wie mit einem Trottel. Wenn du ein Professor wärst, würde ich Professor sagen. Aber weil du ein Trottel bist, sage ich Trottel. Hör zu, unser Sohn feiert heute seinen 18. Geburtstag. Ich möchte nicht, dass du ihm den verdirbst. Heute Abend gibt es eine Überraschungsparty. Sei gefälligst da, hast du mich verstanden? Und das mit der Scheidung sagen wir ihm gemeinsam und in aller Ruhe. Ich möchte nicht, dass er einen Schaden davonträgt. Den hat er doch schon längst. Den haben wir doch alle. So, Herr Schmidt, Frau Schmidt, bitte. Komm sofort, ja? Herr Schneider, ich wusste gar nicht, haben wir heute einen Termin? Nein, ich bin bezüglich meiner Frau da. Seit die bei Ihnen war. Ja, das müssen wir dann später besprechen. Frau Bragan. Was geht? Tag. 180? Was? Ihr Puls, das sehe ich sofort. Haben wir uns aufgeregt? Ich wüsste nicht, was Sie das angeht. Ja, eh nix. Ich bin nur ein mitfühlender Mensch. Ja, da. Greifen Sie mal da. Ja, greifen Sie mal daher. Da. Ja. Sehen Sie? Ich fühle da immer gleich mit. Sie sind so schnell die Treppen heraufgegangen. Das ist alles. Ihre Frau, habe ich recht? Ja. Wenn Sie es genau wissen wollen, ja. Ja, ich spüre das sofort. Wissen Sie, wir Männer, wir wirken immer so brutal und so berechnend, aber in Wahrheit sind wir am Ende die Opfer. Und während wir versuchen, Lösungen zu finden, zur Paartherapeutin laufen, Geschenke kaufen, in romantische Versöhnungsreisen investieren, wollen die Frauen immer nur das eine. Unser Geld. Dr. Rudolf Bragana. Scheidungen aller Art. Bragana. Und ausatmen. Sie hat Ihnen also die Kniescheibe zertrümmert? Ja. Gibt's Röntgenbilder? Ja. Zeugen? Nein. Befunde? Ja. Polizeiliches Protokoll? Ja. Und einatmen. Haben Sie Anzeige erstattet? Entschuldigung, wir reden von meiner Frau. Von der Sie sich gerade scheiden lassen wollen. Genau, deswegen sind wir ja hier. Nein, ich wollte eigentlich nur der depperten Therapeutin meine Meinung stoßen, weil sie ihr den Flo erst ins Ohr gesetzt hat. Gut, fein. Dann entwickeln wir jetzt gemeinsam eine schöne Strategie. Sagen Sie, machen Sie das immer so? Was, die Umarmung? Das ist wichtig. Das beruhigt und gibt der Aggression keinen Raum. Wenn Sie aggressiv sind, und das sind die meisten Scheidungswilligen, dann machen Sie Fehler und Fehler. Und genau diese Fehler führen dann zu dem, was Sie monatlich an Unterhalt zahlen müssen. Glauben Sie mir, ich weiß, wovon ich rede. Kostet es extra? Was? Die Umarmung? Nein. Das ist mein Extra. Und wegen dem Honorar machen Sie sich keine Sorgen. Das holen wir uns ganz leicht über die gegnerische Partei wieder rein. Und noch was. Ich würde Ihnen dringend empfehlen, Übungen zu machen, damit Sie in sich ruhen. Yoga eignet sich da hervorragend. Ich gehe zweimal die Woche. Dann wissen Sie was? Das nächste Mal treffen wir uns gleich dort. Ha?
Es ist eine ganz entspannte Atmosphäre und es schweißt zusammen. Und wenn das nicht reicht, dann machen wir Bikram-Yoga. Also die Anwälte, die ich kenne. Ich weiß, die machen das anders. Ich mach's halt so. Und ich habe noch nie einen Scheidungskrieg verloren. Bis auf einen. Bitte, trinken Sie. Sehr wichtig. Was ist in all unseren Körperflüssigkeiten enthalten? Auch in der Tränenflüssigkeit. Und gerade Weinen ist in dieser Zeit sehr wichtig. Tränen rühren das Herz. Und genau das wollen wir erreichen. Sie sind sehr lustig. Ja. Warten Sie nur auf das Erstgespräch mit der gegnerischen Partei. Dann schauen wir, ob Sie mich immer noch lustig finden. Ja? Hallo. Rudi. Ich hab dir schon 100-mal gesagt, such dir deine Klienten woanders. Ja, aber Hannelein, wie soll ich denn sonst deinen Unterhalt und die Alimente und den ganzen Scheiß bezahlen, den du Drachen mir umgehängt hast? Aha. Das hättest du dir früher überlegen müssen und ich glaube, das gehört jetzt nicht hierher. Ach so. Also verschwind. Verpiss dich. Hau ab und ich rufe wieder die Polizei. So, ich gehe jetzt zu mir. Danke, das hat sich erledigt. Verzeihung, Dr. Rudolf Ragam, Scheidungen aller Art. Sie können mich jederzeit anrufen. Na bitte. Raus. Alle beide. Raus! Komm. Ich habe wirklich alles versucht. Wirklich alles. Ich habe uns beim Tantra-Workshop angemeldet, bin ich dann allein hingegangen. Weißt du, wie demütigend? Nur Paare. Und ich, esoterisch, masturbierend quasi. Ich bin ins Fitnesscenter gegangen wegen meinem Bauch. Und sie? Nichts. Keine Reaktion, kein Entgegenkommen. Ihr hätte mir das Herz rausreißen können, sie wäre nur drauf rumgetrampelt. Weißt du, was das für ein Gefühl ist? Wenn man nie erhört wird und ständig nur der Bittsteller ist? Ich meine, schaue ich wirklich so scheiße aus? Sag ehrlich. Darf noch etwas sein für die Herrschaften? Noch einmal Lounge, bitte. Sehr gerne. Ja, das nehme ich auch. Und eine Malerkopftorte. Gerne. Und einen Eilikör. Magst du auch einen? Dankeschön. Er nimmt einen. Ich sag dir ganz ehrlich, ich habe in all den Jahren nie an Scheidung gedacht. Aber sehr oft an Mord. Mein Gott, ist die Blume schön. Hm?